Merci vielmals, Roger. Oh, herzlich willkommen von meiner Seite. Mega cool, können wir das jetzt mal durchführen. Wir mussten eins verschieben von diesen Meetups. Relativ knapp dran waren mit organisieren. Und ja, eben, wie es Roger gesagt hat, unbedingt melden, wenn ihr gerne eine Session mal machen wollt. Sie muss auch nicht unbedingt 45 Minuten gehen. Das ist, glaube ich, auch noch wichtig. Also, könnt ihr mal so 10, 20, 30-minütige machen. Das macht es auch sehr spannend. Um was geht es in der ersten Session hier? Es geht um Microsoft Information Protection, wo ich euch gerne ein bisschen Insights möchte geben möchte. Vielleicht schnell ein, zwei Wörter zu mir. Mein Name ist Alain Schneider, ich bin Partner bei der Scopewise und Lösungsarchitekt im Bereich Microsoft 365, vor allem Modern Work und Security Teil. Ich habe dort in den vergangenen Monaten, Jahren einige Projekte natürlich auch umsetzen bei unseren Kunden und auch Technologien vorstellen und Technologien einführen und durch das auch gewisse Erfahrung können sammeln mit den entsprechenden Produkten. Privat bin ich als Biker aktiv, im Winter als Skifahrer und manchmal bin ich auch ein bisschen im Wankdorf zu treffen. Genau, so was ist unsere Agenda für die nächsten paar Minuten. Ich bitte euch einfach, wenn ihr vorweg Fragen habt und so, dann fühlt euch frei, entweder die kurz zu notieren und am Schluss zu stellen oder natürlich auch gerade die Hand aufzuhören und dann kann der Roger das sonst sagen, wenn da Fragen rum sind. Es geht mal grundsätzlich um Microsoft Information Protection. Zuerst mal ein, zwei Worte zu Use Cases und Licensing. Wirklich ganz, ganz kurz, wenn man nicht auf Lizenzen eingeht, das fängt nicht immer. Ist aber auch trotzdem nötig. Dann eine Übersicht über Cyber Kill Chain, Zero Trust und Microsoft Information Protection, was das bedeutet. Und dann generell so ein bisschen Konfigurationsmöglichkeiten, wo stehen wir. Ganz wichtig als erstes, wenn ihr startet mit Microsoft Information Protection, zuerst mal müsst ihr logischerweise verstehen, was das überhaupt kann, was das ist. Das werden wir jetzt im Detail anschauen. Ihr müsst verstehen, dass ihr Use Cases müsst abbilden müsst, wirklich am Anfang. Startet nicht mit irgendwelchen komplizierten DLP-Policies oder das Verschlüsseln von allen Dokumenten oder eure eigene kleine Ransomware baut. Das ist sicher nicht die Idee, sondern dass ihr wirklich versucht, einzelne Use Cases abzubilden. Zu diesen Use Cases kommt jetzt kein Slide mehr. Da ist einfach so, versucht mal zu überlegen, wo das überhaupt zum Tragen kann kommen. Also zum Beispiel das Label von Dokumenten, das Verschlüsseln von Dokumenten, das Sharen miteinander. All das gehört eigentlich zum ganzen Microsoft Information Protection Teil. Die jetzt notieren und dann zu schauen, wie hilft euch die Plattform, das umzusetzen. Was gibt es für Features und Pläne? Da habe ich eigentlich nur ein Slide dazu. Auf der linken Seite seht ihr die Microsoft 365 E3-Lösung. Natürlich, bei E5 ist alles dabei, was Compliance anbelangt. Ganz wichtig zu verstehen sind die unteren zwei Links, also die beiden Optionen hier. Das eine ist der Security E5-Teil, wo eigentlich der ganze Defender-Stack drin ist. Defender for Cloud Apps, wo sicher ein wichtiger Bestandteil ist, auch in Bezug auf ganze Policies, die man kann bilden und automatisieren kann. Und auch im Compliance E5-Teil, wo halt der Teams und Endpoint DLP Teil drin ist. Da kommen wir dann drauf, habe ich noch eine kleine Demo, die wir schnell miteinander anschauen können. Wenn ihr Fragen habt, zu Lizenzen oder so, dazu vielleicht Kombinationen von gewissen Sachen, dann könnt ihr das gerne am Schluss noch stellen. Cyber Kill Chain, ich weiß nicht, ob euch das etwas sagt, Zero Trust und Microsoft Information Protection. Wenn wir das Slide hier anschauen, dann zeigt er eigentlich die sogenannte Cyber Kill Chain auf. Das ist nichts, was Microsoft selber erfunden hat, sondern es ist ein Industriestandard, der eigentlich zeigt, wie das heute Attacken gefahren werden auf Seite von irgendwelchen Ransomwares oder sonstigen Attacken. Man sieht eigentlich, dass ein grosser Teil über Phishing-Mail hineinkommt oder über Webbrowser-basierte Lösungen, wo malicious Content hat und dann helfen einem die einzelnen Produkte jetzt aus der Microsoft-Familie, aus der Defender-Familie oder aus der Azure AD P1 und P2-Lösung eigentlich mit der Protection von den Informationen. Man sieht auch hier links oben eigentlich der Defender for Cloud Apps, wo halt wirklich zum Beispiel Data Exfiltration kann stoppen.
Microsoft Information Protection kommt eigentlich bei diesen Bereichen zum Tragen. Also unter anderem auf dem Defender for Office 365, der natürlich den ganzen Mailflow abdecken. Wie werden die Daten verschickt? Werden die Mails encrypted? Wer darf sie lesen? Das ist sicher ein Teil von Information Protection. Dann auf dem Endpunkt unten selber als Lösung, die einem hilft, gewisse Policies zu applizieren, dass zum Beispiel nur über einen Edge-Browser Dateien hochgeladen werden oder runtergeladen werden. Und so geht es eigentlich weiter über die Produkte. Natürlich Sentinel ist ein zentrales Ding, das einem auch hilft, sogenannte Playbooks zu bauen, die automatische Aktionen ausführen, wenn Alerts oder Incidents auftreten. Der ganze Defender for Cloud App, der beinhaltet ein grosses Set von Policies, sei das für Daten zu schützen, sei das für die Identities zu schützen, sei das für irgendwelche Governance Actions zu machen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Team haben und eine SharePoint Library hängen dran, Document Library hängen dran, dass wir ein Sensitivity Label mit einer Encryption auf all den Content dort drin können ablegen und schützen. Wenn wir Zero Trust anschauen. Zero Trust bedeutet nichts anderes, als wir vertrauen eigentlich niemandem mehr. Wir schützen aber gerne alles schützen. Also grundsätzlich jede Identität, grundsätzlich jeder Endpunkt, Data, Apps, Infrastruktur und Netzwerk. Dann kommt Microsoft Information Protection auf diesen drei Hauptpunkten vor allem zum Zug. Also einerseits auf dem Endpunkt unten, wo natürlich der Defender for Endpoint eine grosse Rolle spielt, wo die Sensoren darauf müssen aktiv sein und richtig konfiguriert. Dann auf der Data-Seite, SharePoint, OneDrive for Business, etc., wo eigentlich dann natürlich auch die Information Protection Labels oder Klassifizierungen können stattfinden. Das gleiche bei Apps. Wenn wir Apps haben, die wir triggern, sei das jetzt zum Beispiel Box oder Dropbox als Third-Party-App, die wir auch integrieren können in die Microsoft Information Plattform, dass wir eigentlich Daten darauf auch schützen und protecten können. Wo starten wir? Als erstes müssen wir sicher mal unsere Daten kennen. Wir müssen verstehen, wo liegen unsere Daten, wer hat überhaupt Zugriff auf die Daten, was haben wir für verschiedene mögliche Klassifizierungen, nicht in Form von einer technischen Klassifizierung. Wir müssen verstehen, wenn wir beispielsweise ein Projekt starten, wo wir heute sehr grosse Innovation eigentlich damit beispielsweise würden abdecken oder am Markt bringen, dass das sehr schützenswerte Daten sind für uns selber, also unsere Intelligenz von unserem Unternehmen. Das sind beispielsweise Daten, die wir möchten schützen, die wir möchten klassifizieren und egal, ob jetzt die on-prem liegen oder in der Cloud oder eben sogar hybrid, wir wollen schauen, dass die Daten unser Unternehmen oder vielleicht sogar weiter einen bestimmten Benutzerkreis von unserem Unternehmen nicht verlassen. Dann gehört es dazu, die Daten zu schützen, zu verstehen, wie kann ich die schützen. Entweder indem ich sie nur klassifizieren, sagen, okay, das ist intern, das ist extern, das ist geschäftlich, das ist öffentlich. Oder ich tue eben sogar eine Encryption drauflegen, wo ich sage, nur die internen Personen dürfen das Dokument oder der Teams Space oder die Document Library beispielsweise schützen. Und dann können wir sie technisch sogar noch markieren mit einem Watermark, wenn uns das Freude macht und wir das entsprechend sehen. Wenn ihr den Content anschaut, was eigentlich das MIG-Produktteam postet, dann ist es immer so, dass sie sensitive Infotypes, wir kommen auch darauf, was es ist, sensitivity Labels und auch Data Loss Prevention als zusammen als ein Produkt anschauen. Nicht als ein Produkt, aber als eine Lösung. Das heisst, immer wenn ihr startet mit Information Protection, gehört auch gewisse Teile Data Loss dazu. Also eine Policy, die schützt, wie werden Daten nach extern beispielsweise geshared. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass wir unsere Daten governen, also indem wir Policies bauen, die vielleicht ein Label überprüft oder auch gewisse Daten löschen oder sie irgendwo abspeichern, was nötig ist. Dazu
Der nächste Slide eigentlich, was gibt es für Möglichkeiten im Compliance Center, im Microsoft 365 Compliance Center? Einerseits, wir können mit sensitiven Informationstypen arbeiten. Das sind so klassische onboardete, sensitive die Infotypes, die es gibt. Also, die kennen das wahrscheinlich, irgendwelche Kreditkarteninformationen oder vielleicht irgendwelche Swift-Codes oder was so klassisch ist, auch HV-Nummern, wo Swiss Social Numbers drinstehen, etc. Und die sensitive Infotypes, die könnt ihr auch selber generieren. Also, ihr könnt custom-sensitive Infotypes machen, indem dass ihr definiert, ja, jetzt zum Beispiel in diesem Projekt XY haben wir immer den Projektnamen Automotive, also für die Autoindustrie, Audi, Opel, whatever, High Confidential. Und dann kann man eigentlich durch Dokumente durchgehen und mit sogenannten Regex arbeiten, die dann abbilden und dem User beispielsweise einen Policy-Tipp zeigen und sagen, hey, User, Benutzer, ist das ein sensitives File, möchtest du es nicht encrypten oder mit dem Tag versehen und umgekehrt auch, dass es natürlich automatisch passiert. Dann gibt es Trainable Classifiers, das ist ein E5-Feature, ich habe sie extra hergeschrieben, dass man das ein bisschen versteht. Man kann eigentlich eine SharePoint Document Library im Hintergrund manuell anlegen, so 50 bis 500 Files dort reinlegen, die einen gewissen Content haben und dann Trainable Classifier lehren, dass das sensitive Informationen sind. Das ist eine Variante. Dann aber, wie gesagt, dass wir unsere Daten verstehen, wo liegen sie. Wir können sensitive Label über Files, E-Mails, Sites und Groups legen. Und dann haben wir eigentlich zwei Tools, die uns helfen zu analysieren, was haben wir überhaupt für sensitive Informationen Stand heute. Das ist der Content Explorer, wo wir können prüfen, was haben wir für Content über unsere Plattform, über SharePoint, OneDrive, Teams und On-Prem, wenn der Connector installiert ist. Und dann sehen wir eine schöne Übersicht über die möglich zu schützenswerten Daten. Der Activity Explorer als zweites Tool tut uns, sobald wir das in Betrieb nehmen, eigentlich auch helfen, wer hat jetzt welche Informationstypen bereits genutzt, also welche Labels appliziert und was ist vielleicht falsch gelaufen oder was sollten wir korrigieren? Wenn wir schon so beim Content sind, wo dass man eigentlich das alles kann applizieren kann, hier so eine recht gute Übersicht, die das ein bisschen zeigt. Das fängt auf der linken Seite auf unserer On-Prem-Seite an. Wir können File-Shares angeben, File-Servers angeben, die wir mal inspizieren, auditieren und basierend auf Policies dann auch entsprechend könnten technisch gehen. Schlüsseln oder labeln, es geht beides. Und dann natürlich über die ganze Collaboration-Plattform von der Microsoft 365-Seite, also SharePoint-Sites, Teams, Groups, Office 365-Groups, wie sie noch heißt, Microsoft 365-Groups. Exchange, wie erwähnt, haben wir vorher in der Cyber-Kill-Chain so ein bisschen gesehen. SharePoint Online, auch Power BI hat eine Option, hat einen Connector, den man konfigurieren kann, dass man eigentlich dort auch die DLP-Policy kann nutzen. Und wie kurz erwähnt, gibt es auch Non-Microsoft Cloud Apps, die als SaaS-App können integriert werden können. Sei das Google, sei es Dropbox for Business oder auch Box-Lösungen. Was gibt es für Möglichkeiten weiter? Wir haben, wie gesagt, Sensitivity Labels. Das ist das, was sehr viele von euch vielleicht schon mal gesehen haben. Das sind die klassischen Labels im Office, Word, Excel, PowerPoint, wo die Möglichkeit eigentlich gibt, dass man manuell selber hergehen kann und sagen, das Dokument ist jetzt confidential oder das ist external, internal, public, high confidential mit Sublabels und das Automatic Labeling in Form von, dass man ganze Document Libraries beispielsweise wird mit einem Label versehen. Das ist ein E5-Feature basierend auf der Defender for Cloud App. Dann hat sie auch noch eine Option drin, das ist unter anderem natürlich der Labeling Scanner, wo das On-Prem eben würde integrieren. Und eine weitere Option, die auch möglich wäre, ist Double Key Encryption. Das heisst eigentlich, alles, was ihr verschlüsselt, ist standardmäßig mit einem Azure Information Protection Key versehen. Im Double-Key-Szenario könnt ihr über einen Webservice selber eure App in dem Sinn
kompilieren und freigeben und dann dort den Key reinpacken, sodass eigentlich beide Seiten ein Key genutzt wird, also euer eigen und der Azure Information Protection Key. Das ist nicht eine Customer Key Option, weil die Azure Information Protection selber auch noch ein Key nutzt. Und mit der Double Key Encryption habt ihr die Möglichkeit, eigentlich euren eigenen Key noch zu bringen. Dann die ganze Office Message Encryption Lösung, Advanced Office Message Encryption, die ihr auch heute nutzen natürlich im Microsoft Information Protection Teil. Plus eben die unterste oder die zweite unterste Option, die Defend for Cloud Apps früher oder bis zu Ignite vor einem Monat noch Microsoft Cloud App Security hat geheißen. Man sieht hier, das ist ein E5 Security Feature, darum auch die beiden Add-ons, die dann auch ineinander spielen und auch Rollen spielen. Und da hier eigentlich halt müssen mit lizenziert werden. Gut, das mal so ein bisschen als Übersicht. Jetzt möchte ich euch gerne schnell das eine oder andere zeigen. Es fängt ein bisschen mehr, wenn man das live sieht oder im Portal, wie das konfiguriert ist. Vielleicht zuerst einmal, es gibt ein Portal, das ist, nennt sich compliancemicrosoft.com. Es gibt auch ein security.microsoft.com als IDR-Portal. Aber von dem, was wir jetzt eigentlich reden, als Microsoft Information Protection Plattform, da findet ihr eigentlich die ganze Lösung unter compliance.microsoft.com. Starten sicher habt ihr eine Option. Auf der linken Seite ist Data Classification. Unter der Data Classification da findet ihr, wenn ihr lizenziert seid, auch die entsprechenden Tools, die ich vorhin kurz erwähnt habe. Das ist unter anderem der Content Explorer. Wichtig zu verstehen ist auch, dass im Hintergrund eigentlich gescannt wird, was könnte sensitive Infotype sein. Man sieht jetzt hier, das ist ein Lab, darum jetzt da nicht so viele Daten. Irgendwelche New Zealand Driver License Number, die auf 88 möglichen Exchange E-Mails in dem Fall ist appliziert worden oder könnte appliziert werden. Das gleiche mit dem Swiss Social Security Number, wo wir irgendwo 6 haben. Und da auch wichtig zu verstehen, also wenn ihr jetzt da hier zum Beispiel drauf geht und die möchtet anschauen, dann ist es nicht einfach so, dass ihr mit Global Admin Rights per se gerade mal Recht habt, sondern da gibt es zwei Rollen. Das eine ist ein Content Explorer List Viewer und der zweite ist der Content Explorer Content Viewer, wo ihr müsstet berechtigt sein, dass ihr dann auch könnt schauen könnt, ja, wo müsste das jetzt entsprechend appliziert werden. Hier ist sicher zu empfehlen, gerade beim Compliance-Teil, was RBAC anbelangt, ein sauberes RBAC-Konzept zu haben und auch die Rollen mit PIM zu schützen. Und gerade im Compliance-Teil empfehlen wir eigentlich immer auch, also mit Privileged Identity Management und Approvals zu arbeiten, sodass eigentlich ein Vier-Augen-Prinzip stattfindet, wer geht die Daten analysieren. Das Gleiche zählt auch für E-Discovery-Cases oder Advanced E-Discovery-Cases. Also hier der Content, den man überprüfen kann. Activity Explorer zeigt eigentlich an, was ist passiert in den letzten Wochen. Da standardmäßig könnt ihr rund 30 Tage zurück. Nicht rund, ganz genau 30 Tage. Wo angezeigt wird, ja, was ist denn da passiert in der Vergangenheit. Da ein paar Demos wurden schnell abgeführt heute und dann sieht man eigentlich File Copy to Cloud, File Access bei Unallowed App und welche DLP-Policy hier im Hintergrund zieht. Für das Starten mit der Information Protection empfehlen wir immer, kann ich Error zu haben, muss sicher mal etwas refresh machen, wirklich ganz schmal zu starten, also nicht irgendwie, das ist super. Ganz schmal zu starten und nicht irgendwie gross wirklich 100 Use Cases abzubilden, sondern vielleicht starten mal mit einzelnen Labels und vor allem dann auch im Teams zu starten. Jetzt natürlich genau für die Demo meine Rechte weggenommen. Sekunde, die das nicht kennen, das ist Privileged Identity Management, wo ich meine Rolle auf die Zeit holen kann. Das ist eigentlich das, was ich vorher gemeint mit dem Content Explorer Viewer,
wo man dann wirklich jetzt hier zum Beispiel noch einen Approval-Prozess einbauen kann, dass dann auch die Rechte vom zweiten wie freigegeben werden. Das ist ein P2-Feature, Azure Active Directory Premium P2. Dann kann man da eigentlich nachher direkt überkommen und kann da wieder das Browser-Refresh machen. Auf Compliance und dann hoffentlich hat er das geschnallt. Mit Information Protection starten, mit Labels, also mit ehrlich jetzt. Mit einfachen Labels, wenn ihr ein Label erstellt, dann habt ihr die Möglichkeit, die einerseits auf ein File, E-Mails zu publizieren oder Site und Unified Groups dazu zu nehmen. Also wenn ich ein Label erstelle, falsch, muss ich da einen Namen angeben, da das Display Name oder User sieht, die sind entsprechend Word, Excel, PowerPoint. Ich sehe, ich kann hier sagen Files, E-Mails oder Group Sites und ich kann auch noch weitere mögliche Endpunkte angeben, SQL, Azure SQL, Synapse, PureView etc. Das ist in Preview, also man kann hier aber mehr als einfach nur jetzt auf die On-Prem-Sache, sondern kann wirklich auf entsprechende Infrastrukturen da bauen, in SQL oder Azure SQL Labels vergeben. Ich kann so ein Label erstellen, indem dass ich sage, ich möchte gerne meine Files encrypten. E-Mails. Ich drücke Files und E-Mails. Ich kann sagen, was für Rechte ich da gerne möchte geben. Indem, dass ich verschiedene Optionen habe. Und ich sage, okay, alle meine User in der Organisation, jetzt zum Beispiel im Lab, haben Co-Autor-Recht. Oder ich habe hier natürlich auch andere Permissions auswählen, ich kann sagen Co-Owner oder ich kann sagen Custom und kann Ihnen sagen, okay, darf das zum Beispiel nur Few Rights und Print. Also der hätte, wenn ich das Label würde applizieren in einem Office-Dokument oder auch in so einer Tabelle von SQL, hätte ich dann nur die Optionen als Endbenutzer oder als Account. Sagen wir mal, alle haben Co-Owner-Recht. Hat die Möglichkeit zu sagen, dass der Content abläuft. Also wenn ich den offline habe, dass ich dann entsprechend die Rechte ablaufen, dann habe ich Offline-Option. Ich kann sagen, nach zum Beispiel 7 Tagen mich nicht neu angemeldet habe oder 2 Tage, dann tut der entsprechende File muss wieder reauthentifizieren. Mal always. Die Jungen sehen jetzt eigentlich, dass ich auch eine Double Key Encryption mitgeben könnte, wenn ich so einen Service habe, wo ich dann die URL konfigurieren muss. Auto-Labeling ist eigentlich etwas gemeint, wo er nicht jetzt den ganzen Content gegen durchlabelt, sondern im Hintergrund wirklich nur mit den Infotypes arbeitet und dann die aufgrund von dieser Policy schaut, was könnte ich applizieren. Also es tut nicht eine ganze SharePoint Library beispielsweise encrypten, das würde nicht passieren. Lassen wir jetzt hier mal stehen. Ich habe auf diesen Gruppen, diesen 2 Optionen, die ich hier habe, Files und E-Mails, also einerseits sagen, was passiert auf Files und was passiert auf Groups und Sites. Kann ich sagen, Privacy, External User und Settings oder auch Conditional Access konfigurieren. Und wenn ich das mache, dann sehe ich relativ schnell gerade, um was es geht. Und zwar hat ja Microsoft 365-Gruppe im Hintergrund immer die Option, als Public oder als Private zu konfiguriert sein. Oder jetzt in diesem Fall können wir auch ein Non sagen. Also ich kann sagen, wenn ich das Label nutze hier, das was ich jetzt hier mit Demo erstelle, und in ein Team erstelle und ich das Label auswähle, dann ist das immer im Private. Und ich kann sagen, External People oder External User Access, dass ich die eigentlich zulassen oder nicht zulassen. Ich könnte noch sagen, Sharing generell extern, nur in meiner Organisation. So beschreibt unsere SharePoint-Optionen, die wir per se auch konfigurieren als Default. Und ich kann zusätzlich noch Conditional Access Policy bauen. Wenn das Label appliziert ist, dann kann ich nur sharen in der Organisation und ich lasse zum Beispiel keine
Devices zu, die ich nicht kenne. Das wäre möglich. Schematisierte Daten, da habe ich Preview, könnte ich auch noch konfigurieren und könnte ein Label generieren. Also wenn ich so ein Label generiert habe, dann sieht das eigentlich auf der End-User-Seite so aus. Also wenn ich jetzt da zum Beispiel in ein Teams hineingehe, habe jetzt da als Demo-Account angemeldet, sage hier auf dieser Seite, okay, ich möchte gerne ein neues Team erstellen, sofern ich das darf und das nicht governed ist und zu ist, sage da, macht man es from scratch. Und jetzt sehe ich eigentlich, dass ich meine Sensitivity-Labels applizieren kann. Und das sind die, die sich hier abbilden. Also wir haben das Demo Internal, No Guests, Internal Guests, Yes oder so ein MIP. Und das sind eigentlich die drei, die hier auf Site Unified Group greifen. Also alles, was File und E-Mail ist in den Office-Apps drin. Und das hier, das zieht auf SharePoint, OneDrive for Business oder primär auf SharePoint und Teams. Ich kann jetzt sagen, hier, okay, ich möchte eigentlich so ein internes haben. Und ich sehe, weil ich im Label innen habe ausgewählt habe, dass es sowieso nur private ist, dass ich nur ein private Team hier drüber erstellen kann. Dann sage ich Demo 2021, Create. Und jetzt eigentlich basierend auf dem Sensitivity Label schon der externe Zugriff und die Sharing-Optionen wie konfiguriert auf dem entsprechenden Label. Also das ist eine Option, wie ich die Labels nutzen kann. Die andere Option ist natürlich, dass ich die Labels auch in meinen Office-Files nutzen kann. Also wenn ich jetzt hierher gehe und sage, ich möchte gerne ein neues Dokument erstellen, dann kann ich basierend auf den Policies, die ich hier freigebe und an meinen User zuweisen und sagen, das ist wieder ein Demo-File, der Sensitivity Applet lässt immer am Schluss. Ich könnte jetzt sagen, okay, das ist ein internes Dokument und habe jetzt eigentlich dem schon ein Label versehen mit einer Encryption. Das ist manuell, wie ich das machen kann. Ich kann das abspeichern. Ich kann mit diesen Labels arbeiten. Das ist sicher etwas, was man als erstes angehen kann. Eine coole Option, die ich euch wirklich auch noch zeigen möchte. Roger, ich weiß nicht, ob Timo da ist, sonst sagst du mir es. Nein, er ist nicht da. Und es reicht der Monitor, hat er gesagt. Das lenkt ihm gar nicht, okay. Ja. Also, dann nehme ich die Freiheit raus und mache 10 Minuten länger. Das ist anders durch. Genau. Und zwar ist das eine Option unter DLP. Wenn es der geladen ist. Muss ich mich da auch schnell die anmelden? Bevor wir das machen, möchte ich euch gerne schnell zeigen. Also wir haben jetzt hier auf der User-Seite haben wir das manuell gemacht. Wenn ich Defender for Cloud Apps im Einsatz habe, dann habe ich die Möglichkeit eigentlich zu sagen, okay, alles, was jetzt beispielsweise in dem Teams hier drin ist, wo der User-Member ist, in dem Demo-Team L, tun wir das bitte entsprechend gerade mit einem Label versehen. Für das kann ich sogenannte File Policy Governance Action machen. Klar, da braucht es noch Zehnten oder andere drumherum, Defender for Cloud Apps. Mal die Labs Policy anschauen, dann habe ich da verschiedene Policies, die wir jetzt zum Beispiel mit einer internen Namenskonvention versehen haben. Ich habe da auch verschiedene Policies, unter anderem Shadow IT oder eben Information Protection. Ich sehe da, ich habe so eine Labs Auto Apply Classification Label. Das ist wirklich eine recht simple Policy jetzt hier. Ich habe die benannt, habe gesagt, was hat das Ding für ein Severity Level. Basierend auf Severity Levels kann ich auch Alerts generieren. Also ich kann sagen, okay, wenn ich Medium oder High Severity Risk Alert habe, dann kann ich, machen wir etwas weiter aus dem oder stellen wir dann auch Sentinel Alert und kann hier eigentlich nur für mich selber jetzt noch eine Kategorie auswählen. Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht als bisher und habe gesagt, okay, wenn die App SharePoint online ist und der Folder, den ich selected habe, entweder alle Files oder alle Files excluding selected Folder oder eben der selected Folder, habe ich ausgewählt. Kann er hier auch sagen, beispielsweise
nehmen wir jetzt nur SharePoint Online, nehmen wir nur den Owner, der Demo oder Alain 1 ist. Und jetzt hier manuell hergehen und sagen, okay, das General hier, das kommt von einem Demo-WP-Team beispielsweise, hat auch keine Sensitivity-Labels applied. Ich möchte jetzt gerne, dass du mir das auswählst und auch neben dir entsprechend verschlüsseln oder applizieren. Sagen Add More. Also kann hier auch mehrere angeben, ich kann es natürlich automatisieren, dass da hier per se auch gerade alle General oder alle Document Folders ausgewählt werden. Und sagen dann, generieren wir einen Alert, aber mache eigentlich den interessanten Teil hier unten. Bei SharePoint Online applizieren wir ein Sensitivity Label, aber zum Beispiel Labs Confidential. Wenn ich dann auf dem Team hinge, als Endbenutzer ein Dokument bestelle, dann sieht das eigentlich so aus. Ungefähr, dass der geladen ist. Come on. Yes. Schnell da auf dem SharePoint direkt anschauen. Yes, super. Also, es wird gerade nicht wie ich. Vielleicht geht es dann nochmal. Okay, interessant. Wie auch immer, auf jeden Fall, es wird natürlich, das File wird dann automatisch gelabelt werden und ich kann beweisen, dass das gegangen ist heute schon mal. Dann müssen wir da mal rausgehen und die Alerts anschauen. Wir sehen hier, da ist eigentlich nichts anderes passiert im Hintergrund, als das File, Testfile 01, ist mit einem entsprechenden Policy Match Label versehen worden. Es hat das Label Auto-Applied Classification Label. Also man sieht das eigentlich, dass das heute passiert ist und dann im Hintergrund so wird automatisch applizieren von diesen Labels passieren. Das ist ein Weg, wie man das machen kann. Das ist sicher der einfachste über Cloud App Security. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, dass man irgendwelche Playbooks, Azure Functions und so wird schaffen. Aber das ist eigentlich der einfachste Weg, für ganze Document Libraries abzufedern. Wenn wir Data Loss anschauen, dass man da irgendwie nicht anzeigt. Jetzt ist gegangen, oder ich habe es nicht gesehen. Dann gibt es ein recht cooles Feature, und zwar kann ich, sobald ich die Geräte Windows 10 auf Defender for Endpoint onboardet habe, kann ich auch hier Policies bauen im Data Loss Prevention. Das anschauen, da gibt es da verschiedene Optionen, wie man das machen kann. Ich kann die konfigurieren und sagen, irgendwie müsste ich mich auch wirklich mal schnell anmelden. Aber es ist weniger wichtig, Policies zu sehen im Detail, sondern hier einfach mal die Endpoint DLPs Optionen, die uns wirklich helfen, zum Beispiel zu sagen, ich möchte, dass eigentlich auf meinem Windows 10 oder macOS-Gerät der Edge Chromium mein Default-Browser ist und alles, was darüber geht mit der Information Protection, möchte ich, dass das über den Edge-Browser appliziert wird. Und ich kann auch sagen, ich würde gerne gewisse Browsertypen blocken. Jetzt da zum Beispiel standardmäßig sind eigentlich recht viel drin. Chrome etc. ist alles blockt. Ich kann auch sagen, ich möchte gerne
spezifische Domänen blocken, also jetzt zum Beispiel das private OneDrive blockieren. Und sobald es der User über Chrome probiert, ein Dokument, das ein Sensitivity-Label appliziert hat, also zum Beispiel ein Confidential-Label appliziert hat, dann möchte ich, dass er das über einen bestimmten gemanagten Browserkanal, also eben über einen Edge Chromium beispielsweise, muss aufladen. Das sieht dann so aus. Ich habe hier eine Windows 10 Maschine, ich habe hier eine gemanagte Maschine, also die ist Intune Endpoint Manager enrolled, die ist Defender for Endpoint onboarded und ich habe der Edge Chromium drauf und ich sage jetzt mal, okay, ich habe hier ein Dokument, das ich gerne möchte aufladen möchte. Mal schnell zum zeigen, was für ein Dokument das ist. Ich kann Downloads, habe ich so ein Labels File. Das hat das Labs Confidential Label appliziert. Ich gehe im Edge Chromium und sage Upload Files. Bitte laden wir das mal auf. Das sollte eigentlich ohne Probleme gehen, weil wir haben Edge Chromium zugelassen. Das würde man dann in der Endpoint DLP Policy sehen. Ich bin genau auf der gleichen Seite, auf der Chrome-Seite. Ich möchte gerne die Datei aufladen. Sie ist gelabelt, also wir reden von einem sicheren File aus unserer Sicht. Ein High Confidential oder Confidential File. Und es ist schon so schnell gewesen, dass ich nicht mal richtig klicken kann. Man sieht, Endpoint Data Loss Prevention sagt, über Chromium oder über Edge Chrome geht es nicht. Bitte brauche Edge Chromium an dieser Stelle. Also das ist eine Option, wie wir das konfigurieren können. Und das würde ich gerne hier in der Policy noch gerade schnell zeigt, sofern die LAT will nicht, müssen wir schnell abmelden. Genau. Also wir haben jetzt miteinander angeschaut, vielleicht so ein bisschen als Zusammenfassung. Zuerst ist mal wirklich ganz schmal starten, am besten mit Information Protection, der einem einfachen Label, im Zusammenhang auch mit der Data Loss Prevention Policy, wo einem dann auch den Abfluss tut sichern von diesen Dokumenten. Wenn man lizenziert ist mit der E5, dann kann man auch die Endpoint DLP Policies bauen. Sicher wichtig, dass man mal weiss, welche Daten man überhaupt in eine Richtung klassifizieren will, vielleicht mit einem Projekt starten, vielleicht mit internen, simplen Labels, die so in einem Word oder in einer entsprechenden Office, in einer entsprechenden Office-Applikation mal sichtbar werden und dann Schritt für Schritt weitergehen mit Data Loss Prevention Policy und natürlich mit der Information Protection. Das ist so ein bisschen aus Microsoft Information Protection Übersicht, wirklich ganz, ganz schnell in 45 Minuten. Es gibt natürlich viele weitere Optionen noch, die man noch nutzen kann, aber ich denke, das würde den Rahmen sprengen. Und ich würde jetzt schon schnell da mal in die Runde fragen, gibt es von eurer Seite Fragen, Anregungen oder habt ihr irgendwelche konkreten Punkte gerade, die ihr im Moment vielleicht ansteht? Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, dadurch, dass das Team auch nicht kommt. Oder wird jemand spontan eine Session machen? Das ist natürlich auch möglich. Sie alle so ruhig. He? Eigentlich müsste ich aber irgendjemand fragen, ob er so eine spontane Frage vorbereiten könnte. Roger, das kenne ich. Gerade nicht, aber ich wollte sagen, man kann so gerne in den Chat posten, wenn man sich nicht dafür. Absolut, genau. Also ist gar kein Thema. Also eine Erkenntnis, die ich noch hatte, ist, wenn man DLP-Policies macht, dass man sich da vorher eine gute Namenskonvention überlegt. Also
mit entsprechenden Settings, wo man es wiedererkennen kann, weil man kann die Policy-Namen nachher nicht mehr ändern, wenn sie mal erstellt sind. Also wenn ihr nachher eine DLP-Policy macht im M365 und merkt, ups, die habe ich falsch benannt. Umbenennen ist nichts, sondern man muss dann entweder alles nochmal neu machen und den richtigen Namen geben oder mit dem falschen Namen leben. Super Punkt, ist nicht nur bei DLP so, sondern ist bei den Sensitivity Label Policies und so auch so. Also man kann die eigentlich nicht mehr ändern. Darum, ja, merci für den Hinweis, sicher ein guter, wichtiger Punkt. Generell Governance wichtig, generell auch im Vorfeld sich überlegen, wie das man das angehen will. Und auch gegenüber dem User, was man publizieren will. Sicher ist der technische Teil wichtig, aber gerade so wichtig ist auch die Adoption. Was bedeutet es überhaupt, dass man so ein Label jetzt kann nutzen und aber wenn man dann zum Beispiel ein Mail verschlüsselt, verschickt, encrypted Body Content, dass die Gegenseite das vielleicht nicht anschauen kann, was heisst das, wenn man so einen One-Time-Passcode bekommt als Gast etc. Also das ist wichtig, genau. Merci Christoph für den Hinweis. Weitere Punkte, weitere Anregungen oder auch Erfahrungen, die ihr gemacht habt aus euren POX-Projekt. Kenne ich gut. Dann hoffe ich, es hat einen kleinen Einblick gegeben. Dann würdest du mal dir das Wort übergeben, Roger. Du kannst sagen, wir können zusammen jetzt das Wasser trinken, oder? Genau, merci vielmals, Anna. Es war eine super spannende Session. Der Timo kann heute leider nicht, der ist verhindert. Die haben ein Incident bei ihnen. Darum würden wir die Session nachholen. Wir schauen, dass wir anfangs Februar bzw. Ende Januar irgendwo dort um das nächste Meetup können planen und schauen, dass wir dort Timo dazu bekommen. Sorry für die, die jetzt das auch noch gerne gelöst hätten. Das ist manchmal halt nicht planbar, kann man aber gerne nachholen. Von dem her würde ich ja, übergehen, wer Lust hat, darf noch bleiben. Dann kann man sich da ein bisschen noch unterhalten bei einem Bier, das man aus dem Kühlschrank holt. Und sonst wünsche ich allen einen schönen Abend. Merci, seid ihr dabei gewesen.